Oh. Ja, da oben links ist, glaube ich, eine. Da sind sogar mehrere. Zwei. Und dann ist da hinten noch irgendwo eine. Sind das Affen da oben statuemäßig über das? Das sieht eher aus wie irgendwelche indischen Götter. Ja. Ach da. Ich würde jetzt natürlich gerne genaueres sagen, aber ich weiß nicht so viel zu indischer Mythologie. Ich auch nicht. Das ist nicht so mein Spezialgebiet. Ah, wo haben wir aufgemacht, oder? Nein, da konnten wir aber nicht hin. Weil wir das Teil da nicht hinein rollen konnten. Weil der Lava im Weg ist. Du meinst, da links. Hier. Ja, da konnten, waren wir. Da war diese ganze Steine im Weg. Du meinst. Mob doch nicht den Käfer, Nadja. Gut, gut, wir machen das später nochmal. Ja, wir können da sowieso nicht lang. Vielleicht können wir da schon, vielleicht haben wir es einfach nur verrafft. Aber wir können das auch im Rückweg nochmal machen. Sobald wir die Karte haben, wird sowieso alles klarer. Wir können da jetzt nochmal reingehen und nochmal Herzen holen. Wie viel wäre dafür? Wachsen die nach? Ja. Nein. Dürfen sie aber mit der Zeit, oder? Ja, immer nach einem Game Over und so. Und so weiter, glaube ich. Nein. Oder nachdem du den Dungeon verlassen hast. Nein, ja, das wird dir ja auch nicht so schwer. Die Roten sind ja nicht unbedingt die Herausforderung. Ah, dumme Lava. Dumme Frösche. Fuck it. Mario Style. Mario Style. Oh, Link der Cheater, Klauer. Okay, wir kommen jetzt erstmal zu dir. Wundervoll. Oh ja, gib uns einen Schädel. Aber auch nur einen Schmuckschädel. Oh, knapp. Oh nein, Flötentypi. Der wird erstmal als erstes platt gemacht. Ja. Der hält auch mehr aus, oder? Naja, nicht wirklich. Ja, die anderen halten drei Schläge. Der hält, glaube ich, fünf Schläge. Bist du noch am Leben? Nein. Da sie nicht blocken können, nachdem man sie einmal getroffen hat und man einmal weiter draufschlagen kann, dann macht das zwar nichts, aber... Lass mal hier. Im Baum schneiden haben wir schnell zu schlagen, hier oft genug geübt. Ja, da kann man schön draufkloppen. Ja, schnetzel dich. So, hier ist noch was in der Kiste. Eine Kiste. Eine Kiste. Und da kann man noch graben. Dun, 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 dun. Super. Sehr praktisch. Die Dungeons sind noch so klein. Ich freue mich schon darauf, wenn sie größer sind. Ihr habt gehört, die Dungeons dauern nicht so lange, aber der Weg zu den Dungeons ist dafür umso länger. Das finde ich nicht schön. Ich möchte gerne, dass die Dungeons länger sind, ehrlich gesagt. Man kann, glaube ich, hier unten runter. Nicht da runter. Du meinst hier? Nein, nicht da runter. Da Richtung Ausgang runter, genau. Weil da unten stand ja sowieso das Monster und ja, so kannst du es natürlich auch machen. Streber, Nadja. Fuck it. Nein, ich grinse gerade nicht. Es ist herrlich, wenn das immer den anderen passiert und nicht andauernd einem selbst. Du sagst es ganz richtig, hätte es genauso gut passieren können. Du, mir ist sowas schon oft genug passiert. Auf jeden Fall Abgründe sind mir schon oft genug passiert in Twilight. Ich hasse Lava. Deswegen hasse ich Lava. Obwohl Sand irgendwie schlimmer ist, meiner Meinung nach. Hier ist beides zusammen, aber. Ja, naja. So. Aber Feuer magst du irgendwie. Na, es ist okay. Ich mochte den Wolkentempel. Feuer toll. Der so schnell in den Abgrund fallen konnte. Oh, der war so. Das war mein Lieblingstempel. Und ich mochte den Zeittempel. Links wollen wir mal etwas gucken, wie wir da hinkommen. Wir speichern jetzt erstmal. Ja. Können wir natürlich auch machen.
Du meinst also, wo meinst du jetzt genau? Jetzt da, das Teil da hoch, die Treppe. Hier? Nicht die Treppe, die, vor der du eben standest, mit dem Schiebeteil. Hinter dir. Ja. An der du 10-mal vorbeiläufst. 10. Hier. Ja, und dann mit der mit dem Käfer mal kurz um. Da rechts von dir, weißt du. Ach so, das hier, ja. Ja. Hier geht's auch noch weiter. Ja, die Frage ist noch, wie kommen wir hier hin? Ja, das war irgendwie auch. Du hast das Teil ja noch nicht versucht zu schieben mit dem Ball. Weil du bist ja an der Kante vorher hängen geblieben. Ja. Nadja? Ja. Du magst Lava, oder? Ich mag Lava, ja. Ey, guck mal, der Ball ist sozial. Ich glaube, er will dir was mitteilen. Ja, glaube ich auch. Aber es geht nicht, Julia. Es geht nicht. Komisch, aber wie sollen wir sonst da? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall die Kugel, das ist ja klar. Moment, vielleicht muss man da auch so gegenstoßen, weißt du? Vielleicht muss das hier da rein. Ah, ja komm, das hat sich sogar bewegt. Aha, ja. Tatsächlich, aber das muss ganz eingeschoben werden. Heiß. Nadja? Ja, Junge, das springt manchmal einfach. Ja. Dann drückt sich das von selbst wieder zurück. Was passiert dadurch? Nichts, oder was? Irgendwas garantiert. Wahrscheinlich muss man das auf beiden Seiten eingedrückt haben. Muss man vermutlich. Die Frage ist, wo kriegen wir den zweiten Ball her und wo müssen wir jetzt lang? Auf jeden Fall müssen wir links lang. Mal gucken, ob wir jetzt schon... Wir haben jetzt Bombentasche. Irgendwas müssen wir mit der noch anstellen können. Ja, müssen wir auch. Herzchen! Hey, da oben! Das Teil oben links, siehst du das? Ach nee, das sah eben aus, als wenn eine Lücke drin wäre. Okay, ich hab mich gehört. Meine Schuld. Ich finde, wir sollten nochmal rausgehen und uns Tränke holen. Hm? Jep, das ist keine schlechte Idee. Okay, das heißt, wir müssen zurück. Wir können uns auch hier raus teleportieren, ne? Das Teil da, was du oben da rechts gesehen hast eben, waren wir da schon? Keine Ahnung. Ja, oder? Haben wir dann nicht die Bombenteil herbekommen? Wir gucken uns das gleich nochmal auf der Karte an. Ja. Wo ist denn hier die Speicherstatue? Wo ist denn die? Genau hinter dir. Neben dem Eingang ist sie. Backtracking, Leute, Backtracking. Sollten wir das rausschneiden? Ach was. Ah, kommt wieder etwas Feuerabwechslung. Hatten sie ja noch nicht genug davor. Mhm. Beam me up, Scotty. Was? Hui. Ich glaube, das fette Teil, was hier vor uns ist, könnte Skyloft sein oder einfach nur ein gigantischer Fels. Hier oben hatten wir auch einige, mindestens eine Sache zu zersprengen, aber ich weiß nicht mehr welche. Das suchen wir nochmal jetzt. Wollen wir das jetzt machen? Nein, nicht jetzt. Ernsthaft? Jetzt einfach kurz nur Sachen einkaufen und dann gleich wieder. Das dauert doch nicht lang. Los und Leveln. Das könnte auf jeder Insel sein. Ich glaube, es ist auf Terrys, aber da kommen wir sowieso nicht hin. Aktuell. Da fehlt uns nämlich noch was. Da fehlt uns der Greifhaken, um da hinzukommen. Glaube ich nicht. Dass es das ist. Hallo. Mein Bruder steht gerade mit seinem Gesicht in der Tür. Schild können wir dann ja auch gleich reparieren. Ja. Jetzt kann er ja auch Bomben verkaufen und eine größere Bombentasche kaufen. Auf jeden Fall jetzt erstmal. Ja.
Die Frage ist, haben wir da noch genug? Ja. Bling. Okay, wir können uns jetzt zwei Tränke kaufen. Ja. Aber ich würde sagen, wir kaufen uns so einen und dann hoffen wir, dass wir Dings da bekommen. Eine Fee. Weil das Schild reparieren hat Vorrang. Kommt gerade richtig, ich habe ein neues Item im Sortiment. Ja, nein, hast du nicht mehr. Hab ich gerade gekauft, du Assi-Kind. Können wir die Baumtasche auch verbessern? Hi, willkommen in der Werkstatt. Ich kann die nicht verbessern. Bla bla bla. Mal sehen, was uns noch fehlt. Ja. Klonitin, bla bla. Die Baumtasche können wir auf den Schmuckschädel. 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 Finster Halbmond? Wo bekommen wir den normalen Schmuckschädel her? Golde? Keine Ahnung. Wahrscheinlich von den normalen Gegnern oder von den Grünen vielleicht auch. Weil ach, Gold ist glaube ich seltener als die normalen, aber. Ja. Wahrscheinlich wäre das das erste, was man bekommt, theoretisch. Schild verbessern. Reparieren. Erstmal setzen wir uns jetzt hier hin. Ach, gerne. Hallo. Ja. Oh. Hi, hi, hi. Na, kleiner Mann. Du scheinst dich ja mächtig in Zeit zu leben. Soll ich dich auf ein Getränk einladen? Das wollte ich hören. Also dann, hoch die Tasten, Jungspund. Dieses Gebäude hier ist ja fantastisch. Richtig lecker und fruchtig. Oh. Sag bloß, dich interessiert, was ich zu sagen habe. In der Ritterschule, die du besuchst, lernt man den richtigen Umgang mit Wolkenvögeln. Wenn du ein echter Ritter wirst, kannst du dich frei im Wolkenmeer bewegen und auf und uns alle beschützen. Vielleicht hast du sie auch schon mal getroffen, als du von einer Klippe oder einem Abhang gefallen bist. Wen ich meine? Na, unsere Flugretter natürlich. Sind die Elite der Ritterschule. Du solltest auch versuchen, so zu werden wie sie. Ganz nebenbei, einer von ihnen ist zufälligerweise mein Enkel. Ungewünschte Kommentare. Hat er eben Ololololol gesagt? Keine Ahnung. Ja, her damit. Nur 20, nicht 30? Noch besser. Nur 20, immer nur 20. Nicht, dass das wenn 30. Du hast dein Herz vergehalten. Verfeinern brauchen wir aktuell noch nicht, weil wir haben nicht mehr als 8 Leben. Herzen. Wir können auch nur zwei tragen. Wir haben auch nur zwei Flaschen. Super. Hey, komm, jetzt los. Was? Ich kann die Verfeinerung nicht auch verwirken, bewirken, dass er irgendwie... wir müssen das Schild nicht reparieren. Ja. Ja, wir können ja mal wenigstens gucken, wie er das verfeinern kann. Das ja, schon recht. Das habe ich gerade gesagt. Ja. Ich hab's dir gesagt gehabt. Lalala, lalala. So. Willkommen im Trankladen, wenn du mal deinen Trank kaufst. Wenn du. Also, gibt es einen Trank, den du verfeinern möchtest? Ja, hier. Ich zeige dir, welche deine Tränke ich verfeinern kann. Okay, wir haben zu wenig Himmelsfalter. Verfeinert Herztanks, der alle deine Herzen auffüllt. Ja, das brauchen wir aber auch wirklich noch nicht. Nein. Wir müssen die anderen Tränke auch mal angucken. Ja, aber gerade haben wir beide Flaschen voll. Ja. Eins davon ist auf jeden Fall, also würde ich sagen, der Wundertrank, der auch dein Schild auffüllt und 4 Herzen. Ja. Einige von den Tränken sind aber noch nicht fertig gedingst. Da sagt sie dir, ja, das ist noch in der Arbeit. Ja, wahrscheinlich. Es kommt erst, wenn wir dann weit genug sind. Wahrscheinlich gibt es irgendwann auch einen Trank, der die Ausdauer kurzzeitig und ins Unendliche treibt. Gibt's da. Oh, Ausdauer-Elixier. Da sind die Falter. Ja, ich weiß. Oh, nicht den Kopf angeschossen. Autsch. Der Vogel schon. Schädeltrauma. Schnabeltrauma? Schädeltrauma. Das heißt der Schädel. Ja. Wie Schädel. Der Vogel ist aber mit dem Schnabel drin. Lalalala.
Star Wars. Macht Spaß. Du, deshalb frage ich mich auch immer, wieso sie kochen fliegt. Sie macht es halt. Das ist eben so, wie sie fliegt. Das ist so, wie Flügel halt fliegen sollen. Flügel? Flügel fliegen so. Ja, fliegen die Flügel eben so. Bam! Ich wusste gar nicht, dass Wolken so hart sind. Wolken tun weh. Ich merk schon. Boah, Killerwolken. Yay! Vulkan, der Vulkan. Sag schon, du klatscht jetzt voll auf. Ach was, das macht doch nichts. Ja, macht doch nichts! Ich hab nur ein paar Fett ins Gesicht. Hey, 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 hey.